Herzchen. Geht raus, Muchacho. Schön, dass ihr wieder am Start seid zu einer neuen und genialen Runde. Ark Ascended Aberration. Ein wunderschöner Kuna. Mission Spino steht in den Startlöchern. Aber ja, kurze Unterbrechung. Wir müssen noch ein paar Sachen regeln. Ein wunderschöner Kuna Deko. Reis, Muchachos. Dem Nüsschen eben sein poliert. Dino-mäßig natürlich. Schön, dass ihr am Start seid. Was müssen wir noch dingsen jetzt? Also Spino-Tame ist ja die Mission. Spino-Tame ist die Mission und wir brauchen aber noch ein paar Narcotics. Weil ja, der wohl sehr, 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 sehr schnell aufsteht. Und dementsprechend ja, bin ich jetzt noch meine Base und regel das. Übrigens, Muchachos. Haben wir denn genug Zeug für Narcotic-Herstellung? Es geht so. Ich habe jetzt 25 nochmal zusätzlich. Ist jetzt zu wie vielen? Wie bitte? Zusätzlich zu wie vielen? Zu null. Ja, okay. Ich glaube, mit 25 Narcotic kommen wir auch nicht so weit. Meinst du nicht? Nee. Ja, müssen wir echt erstmal einen Stego zähmen, damit wir an Berries rankommen? Kann das sein? Können wir auch machen. Ja. Also können wir auch machen. So, Muchachos, erstmal ein Herzchen und Liebe geht raus an euch. Also, es gibt wohl die Möglichkeit, die Leichen, hier, da seht ihr schon, die Leichen oder beziehungsweise die Todespunkte zu sehen mit M, also mit der Karte. Und das habe ich gemacht und konnte gerade noch so offline in den letzten 50 Sekunden meine Leiche looten. Küsschen geht raus, also falls ihr das gleiche Problem hattet und ihr habt nicht diesen grünen Strahl an, das ist ja eine Servereinstellung, dann könnt ihr es auch über die Karte lösen, ja? Müsst ihr einfach nur ganz nah ranzoomen und dann geht das so einigermaßen. Kleine Info für euch. Hatte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm. Wichtige Info für euch. Aber nachdem du es gesagt hast, muss ich sagen, das ist mir auch schon aufgefallen, dass ich meine Todespunkte auf der Karte sehe. Ja, ne? Aber es muss einem eben auffallen. Man muss es erstmal auf dem Schirm haben. Dann komme ich auch noch eben wieder Richtung Base. Schau nach Stegos, wenn du was findest. Ja, ich hab hier richtig viele Stegos schon gesehen. Low Stelo reicht. Oh, ich hab also, Alter! 1, 2, 3, 4, 4, mindestens 4 Metallsteine hier. Okay, das ist sexy. Ich mache gerade auf der Karte eine neue Markierung. Echt, die hast du auch schon alle markiert? Das ist smart. Plus Metall. Also falls ihr Metall sucht, Muchachos im grünen Biom, 31,57. Da sind mehrere Häufchen. Oh, mehrere Häufchen. Mehrere Häufchen. Mhm, lecker, lecker. Ja, das ist irgendwie so ein Grau. Ah, das ist doch eine schöne Farbe für Metall. Accepto. Ist markiert. So, irgendwo hier runter Richtung Fluss. Jetzt mal aufpassen, dass ich die runterfalle. Mejo Berries brauchen wir auch, ne? Mejo Berries haben wir in der Base. Richtig viele. Ja, haben wir? Okay, dann schau mal in den die Smithy, glaube ich. Oder in den Schrank. Ich glaube, wir haben 900 oder sowas reingepackt. Ich habe hier ein Level 45 Stego. Zu viel, Digga. Level 15 oder so brauchen wir. Also klatsch den um, ne? Also wir nehmen, was wir können. So. Ah, hier vorne auch noch einer. Oben und nicht unten vielleicht. Sonst passt der 45er, ist in Ordnung. Ist jetzt nicht... Iguanodon, das. Der heilige Gral, 35, aber ist in Ordnung. Der andere 92. 35er habe ich hier noch. Ah komm, gib ihn, ey. Dann ja 35, wa? Ja, ich schaue hier auch nochmal, ob ich hier so einen Billo-Lachs sehe, aber... Leider nichts. Bist du im Sumpfgebiet? Nee, aber du trackst mich ja jetzt. Ja, dachte ich auch. Müsst aber du mich bist ja wieder, eigentlich. Du bist wieder end-tracked scheinbar. Alter, hier sind... Digga, hier sind schon wieder Yeelings am Kaspern. Da wäre der 15 Stego, allerdings wird der gerade vom Yeeling angegriffen. Ich bin am Fluss lang und dann links hoch. Achso, bist du irgendwo hoch? Okay. Ich habe auch so viele Pfeile. Deko, du möchtest bestimmt ein paar Pfeile dann irgendwann haben, oder? Bestimmt, ja. Ich habe en masse. Das heißt, du bist da bei dem Metallstein. Ah, okay. Da, wo die ganzen Metallsteine normalerweise sind, ne? Da, wo wir das erste Mal die Metallsteine gefunden haben, oder wo? Nein. Okay, dann auf der anderen Seite? Den Fluss weiter runter und dann links hoch. Okay, also der Stego haut schon ab. Von der Base aus, okay, dann kannst du vielleicht gleich ein paar Sachen dann reinbrezeln, wenn er... Stego ist down. Ja. Sehr schön, dann hau mal irgendwie 2, 3 Major Berries rein. Ja, ich habe gerade gar keine. Nein! Oh, da schon wieder dieses... Oh, der komische Lackschuhvogel, ey. Jetzt? Jo, sehe ich. Will ich nochmal kurz umklatschen hier den Lappen. Digga, niemand klatscht hier einfach den Ziegenmann weg, ey. Ja.
Ein Yingling weniger. Heißen die jetzt wirklich Yingling? Wie heißen die nochmal? Yingling. J, sag ich schon. Y, I. Yi. Okay. Yingling. Ja, der eine ist auf jeden Fall weg. Hast du noch dabei, Medjus? Medjus habe ich dabei, ich habe nur leider vergessen, den Stegosattel mitzunehmen, den wir noch nicht haben. Skü, skü, skü. So, einfach liegen lassen, oder? Das kann auch weg, das kann auch weg. Ja, Moment, ja. Wollen wir direkt mal so ein Para noch mitnehmen? Warte, welches Level bist du? So ein High-Level-Para? Ich würde ihn feiern. Level 15, Digga, never. Da hinten haben wir auch noch einen. 35, ah. Du haust jetzt ab, oder? Ich gehe zurück zur Base, ja. Okay, warum nimmst du mein Kanu mit? Ja, weil ich glaube, ich kann zu Fuß zu gehen. Wobei ich zu Fuß, muss man sagen, wahrscheinlich dreimal so schnell wäre. Könnte sogar sein, ja. Hier, by the way, ne, falls du, wenn du ein bisschen zurückkommst, hier sind die, wo ich jetzt gerade stehe, sind die, die Metallsteine. Richtiger Enton, ey. Enton. Richtig viele Metallsteine. Ich snack mir hier mal so... Meinst du, ich kann mir so ein paar rausnecken? Ja, ne, hier so ein bisschen hier. Und ich glaube, man braucht für die Enterhaken grüne Kristalle, ne? Grün, blau. Vielleicht? Auf jeden Fall zum Reparieren waren es grüne, zum Bauen auch grüne, ja. Wir hatten ja noch keine anderen, also wir haben sie ja, also muss es ja irgendwie so gehen, ne? Da habe ich jetzt noch über 100 dabei, das heißt, ich kann meinen Enter, meine Kletterhaken reparieren, die mir jetzt, glaube ich, schon in der einen Folge zwei oder dreimal das Leben gerettet haben. Hab ich die gecraftet, Deko? Hab ich die gecraftet? Yep. Enton. Aber jetzt müssen sie repariert werden. Dann craft ihr auch einen Stegosattel. Ist ein Stegosattel ein Handcrafter oder ist das ein... Check ab. Steck. Ich hab keine Ahnung. Steck, ja. Ein Steck. Ja. Ein Steck wird gecraftet. Zack, 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 hier rein. Das ist auch wieder ein Stego. Ah, hier sind ja richtig viele Stegos. Alter! Ist alles voll. Da waren aber auch hier links, ne? Ah. Bleibt die viele. Ein bisschen weiter. Ja. Da hau ich ab. Also ich habe einen umgeklatscht, ne? Einen Yingling. Ja, ist okay. Oh. Nehmen wir auch mit. Dafür geben wir ein bisschen Fleisch zurück an den Kano, damit er nicht verhungert. Oh, das dauert leider noch ein bisschen länger. Warte, der hat 10%, der... Oh, wobei, es geht. Ich könnte hier gleich noch so eine Kiste craften. Damit ich hier schon mal ein paar Sachen loswerden kann. Reparo! Reparo! Sehr schön, das funktioniert. Ich habe Enterhaken repariert. Ja. Ich könnte jetzt wieder zurückkommen. Ja, bewegt deinen Zuckerarsch. Ja, Wasser wieder aufgefüllt. Ich komme zurück. Stegosattel ist dabei. Reparierter Enterhaken ist auch dabei. Und jetzt kann ich hier die Zeit nutzen und ein bisschen produktiv sein. Das hast Deko häufiger versucht, aber selten erreicht. Ich habe hier Level 85 Parasaurus. Direkt bei unserer Base. Tame oder nicht tame, das ist die Frage. Nö, ich habe schon zwei. Das reicht. Okay. Aber danke dir. Du bist ja eh kein Para-Freund, ne? Warte mal, kann man Paras auch auf einzelne Dinos targeten? Dass man sagt, okay, schrei nur, wenn du einen Rock Drake oder so siehst. Nee. Ich hab hier Level 95 Stego. Bei unserer Base. Stego ist scheißegal, Low Level ist gut. Ah ja. Ja, ich weiß ja, du willst nicht. Oh, das sind auch wieder zwei von diesen komischen Viechern. Leck mit den Viecher, wir brauchen höchstwahrscheinlich gleich nochmal deinen Support hier. Ja, Kano ist jetzt wieder da. Dort bei den Pilzen, da ist auf jeden Fall einer. Wo bist du? Ah, 10. Okay. Renn hin! Gönn ihn dir! Kann ich da nämlich als nächstes sauber machen. Ey, der soll ja unsere Dinger in Ruhe lassen hier. Jetzt mach ihn platt! Digga, er rennt mich einfach ran! Deko! Digga, Hauptsache er steigt einfach ab, Alter! Ich wollte ihn... Das ist nämlich das Ding, Digga. Du musst den mit der Armbrust treffen. Digga, komm her, du Lappen! Komm schon, mach ihn weg! Digga, richtiger Lapphorn, Alter. Ja. Aber ja, ey, dieser Sturzflug. Ich freue mich schon selber, diesen Sturzflug dann zu machen. Das wird geil. Aber ey, ich sag dir, das wird der neue Krampf im PvP. Diese Viecher. Keine Ahnung. Digga, die sind richtig krampfig, Alter. Ey, keine Ahnung, was so deren Counter ist. Oh, fuck, da ist ein Raptor. Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich ist der Counter dazu, hier diese Netzgun. Aber du musst ja erstmal treffen. Und der ist ja die ganze Zeit im Dreh. Ja, das geht aber. Ich hätte ihn ja auch schon jetzt häufiger im Flug getroffen. Okay. Muss halt vorhalten ein bisschen. Oh! Schon wieder einer, Alter. Digga, geh mir nicht auf die Eier, Digga. Ja, er schießt den Stego ab, ey. Ja, ja, jawoll, Digga. Das war dein Fehler, Alter. Aua. Ist er tot? Er ist down, ja. Ja. Oh, schön, ey. Mitten aufs Fressbrett. Oh, 14 Pfeil dabei gehabt. Ja. Ja, die haben auch ganz schöne Kauleisten, Alter. Schon gefährlich aus. Wieso? Ich meine, Hand jetzt nicht unbedingt so reinstecken. 500 Gewicht, dann komm her, Heinrich. Dann würde ich sagen, kommt da schon mal alles aus der Kiste rein. So, rein da. Haben wir hier alles, noch mehr Stegos. Passt das, Digga, ey, das sind solche Maschinen, die kannst du so vollklatschen, das ist so geil, ey. Paras meinst du? Ja. Und das ist, Digga, das ist Level 22, das ist ein richtiger Lauch und den kann man schon so todesvollballern, ey. Okay, dann lass jetzt nochmal richtig viel Holz hier holen. Noch ein Parasaurus fertig. Ja, so viel brauchen wir eigentlich gar nicht. Aber Holz jetzt und dann können wir mit dem ganzen Scheiß zurück in die Base. Ja, yeah. Und einen fertigen Stego, der wieder ordentlich Narco-Berries kriegt. Ja. Yep. Die wir nutzen können, um Narcotics herzustellen, um unseren Spino zu tamen. Ich hab gerade noch überlegt, so, warum brauchen wir denn nochmal überhaupt hier... Warum machen wir das eigentlich gerade alles? Wie heiß ich eigentlich? Herbert. Ich finde es schade, dass man diese dicken Redwood-Bäume, dass man die nicht fällen kann, ja. Zumindest mit einer Kettensäge so, dass man da einfach so 300 Holz rausschneiden kann. Muss ja nicht mal, der muss ja nicht umfallen, aber Hauptsache, du kannst da einfach so ein bisschen Holz rauskriegen. Das wäre logisch. Oh nein, Kopfnuss-Dino, bitte lachs mich nicht an. Bin nur... Digga, zwei Holz von so einem Baum! Willst du mich? Hab ich irgendwie. Ich hab doch eine Axt in der Hand, oder nicht? Hat der überhaupt noch Major Berries drin? Irgendwie passiert hier gerade so wenig. Okay. Ja. Er hat noch sehr viele Major Berries drin. Habe ich schon gecheckt. Ist das ein Raptor? Ist ein Parasaurus? Hast du beide Paras oder ein Para jetzt bei dir? Einen habe ich am Arsch, ja. Okay, das ist ja gut. Da packe ich das gefällte Holz rein. Ist ja eine Gasquelle. Gehe ich jetzt nochmal nach unten. Gasquelle können wir auch demnächst mal anzapfen. Aber wozu brauchen wir das überhaupt? Oh, das war im späteren Verlauf für irgendwas. Ich weiß aber auch nicht mehr für was genau. Ah, hier ist gefährlich im Sumpf, aber ich bin hier trotzdem. Oh! Digga, die Sumpfbäume, die bringen aber ordentlich, Digga. 100 Holz. Ja, ne, Mann. Ich habe auch jetzt schon, lass mich nicht lügen, ich glaube 400 Holz dabei. Ja, das ist sehr, sehr gut. Dehydrated. Let's drink some water. Oh, fuck! Level 115! Oh mein Gott, ich hoffe, ich kann ihn klatschen, Digga. Ich baller ihn einfach mit der Axt, Digga. Ich baller ihn einfach mit der Axt. Ich baller ihn einfach mit der Axt. Ja, Axt gegen 115, egal was. Das ist schon gut. Raptor. Okay, tot. Hauptsache, der Muchacho Saurus, Digga, chillt da und guckt sich das alles an. So, und jetzt gehe ich zurück. Also, ich habe jetzt 650 Holz ungefähr. Das ist sehr gut. Dann gehen wir da mit dir zurück. Ja, der Taming-Progress beim Stego ist erst auf 36%, ja, ey. Ja, 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 der ist richtig, richtig, richtig ranzen, Alter. Der ist richtig, richtig ranzen, ey. Leck mir die Eier, ey. Ich überlege gerade, ob ich nochmal drüben spawn in der anderen Base. Und dann? Und vielleicht da noch einen Teddybären tame. Meinst du, gibt es keine? Ich habe keinen gesehen hier. In der näheren Umgebung. Allerdings, wenn ich darüber gehe, habe ich halt die geile Armbrust nicht, ne? Ich muss ja den Papa auch irgendwie töten. So, ich nehme jetzt mir ja schon mal den einen Parasaurus mit. Der ist so voll geklatscht. Der war auch gerade mit einem schon nach Hause. Und hat eigentlich noch ziemlich viel Gewicht, also der ist wirklich lecker, Digga. Der ist richtig lecker. Die Muchachos haben übrigens auch geschrieben, der Bergi aus einer der ersten Folgen noch. Das weckt Erinnerung an die alten Folgen. Weil wir einfach am Anfang immer richtig fällig unterwegs sind. Aber das Fällige, das sucht man jetzt schon... Mit der Lupe. Das sucht man mit der Lupe und ich würde sagen,
wir haben auf jeden Fall in den letzten paar Folgen echt wenig Fails gemacht. Oh, die Pilzbäume sind alle nachgewachsen, kann das sein? Guck mal. Ich weiß. Ja, da drüben sind natürlich viele Pilzbäume. Ja, und die haben wir doch eigentlich alle schon weggeholzt. Nein, nein, geil, auf der anderen Flussseite. Da ist richtig viel. Krass. Also wenn ich mich nicht komplett irgendwie irre, ist hier auch unsere Base, oder? Ja. Da ist unsere Base, ja. Digga, was mit dem Para so los hier? Beweg deinen Arsch, Alter. Ist der doch ein bisschen overweight hier? Ist der so langsam? Also meiner ist da gut dabei, auf jeden Fall. Stimmt, wir können die Babys auch mit dem Parasaurus farmen. Ja, aber ich glaube nicht so geil wie mit dem Stego, glaube ich. Wir können es gleich mal versuchen. Ja, crafte mal einen Parasaurus, wenn du da bist. Ich glaube, die Stegos sind schon krasser drauf, weil die einfach einen geileren Radius haben. Jetzt für kurz einfach schnell, um irgendwas hier ranzukriegen, ja, bin ich ganz bei dir. Aber langfristig auf gar keinen Fall. Digga, was ist los mit dem Parasaurus? Beweg doch deinen kleinen Zuckerarsch, ey. Du bist ja todeslangsam, ey. Also meiner ist ganz gut unterwegs, auf jeden Fall. Dann habe ich den wahrscheinlich doch zu voll geklatscht. Glaub ich nicht, Digga. Bei mir ist schon so viel Holz drin, ne? Digga, jetzt kommt er da nicht durch. Doch, okay. Home sweet home, muchachos. Home sweet home, muchachos. So, Holz, Pilzholz und das andere Holz bitte. Yes, Digga. Ziehen. Trinken. Ziehen. Und er ist wieder fast leer. Essen. Mm. Ich nehme den anderen Heinrich und check das mal. Wir haben selten Parasaurus als Bärensammler geholt, ne? Ja. Ja. Also immerhin kann er dabei laufen. Ja, es geht, aber... Ja, es geht, es ist nicht scheiße, aber es ist jetzt nicht wirklich der Shit. Aber es ist schon sehr viel besser, als mit der Hand einzusammeln. Das auf jeden Fall, Digga. Tag. Ja, alles wegernten hier. Also wie viel hast du jetzt in der kurzen Zeit? Ich habe... In der kurzen Zeit habe ich 110. Ich habe 231. Also es ist auf jeden Fall in Ordnung, aber wenn ihr so Long-Term-Investment unterwegs seid, dann holt euch auf jeden Fall ein Stego. Einen Dire-Bier. Ich weiß nicht, den habe ich auch nicht getestet. Der war strong. Dire-Bier habe ich wirklich Narco-Berries des Todes bekommen. Bin mega overweight jetzt schon wieder. Schmeiß noch so ein paar Sachen weg, die wirklich keinen Arsch braucht. Die ganzen Pilze, glaube ich. Die schmeiß ich auch weg. Nein. Ja, scheiße auf, Pilze weg. So. Please don't touch my tralala. 68, ey. Wir kommen voran, ey. Oh. Also, was wir natürlich auch noch nicht hatten, das hatten wir, glaube ich, im ersten Projekt oder im zweiten, sind Brontos. Die gibt's hier nicht. Mit den Askrebic-Pilzen kann man auch einen Narkotics machen. Stimmt, Digga, das habe ich komplett vergessen. Digga, das habe ich einfach komplett vergessen. Das sind diese blauen, ne? Ja. Diese, wo das Wasser so runterläuft. Ne, es sind diese dunkelblauen, diese schwarzen schon fast. Ey, ich hab's so vergessen. Naja, also der Muchacho hat auf jeden Fall recht. Sorry, falls ihr das auch schon en masse in der Folge reingebrezelt habt. Ja, wir sind ein wenig im Voraus, Muchachos. Im Voraus, wir glänzen. Wir werden natürlich im Nachhinein auf euer Feedback eingehen können, ja. Aber jetzt in der Vorproduktion ist das echt schwer. Das sieht einfach geil aus, ey. Ich find das schon richtig, richtig Premium, was ich hier gebaut habe. Bei dem Stego hier ist auch gerade ein Paracer, der ist Level 80. Würde passen. Welches Level nehmen wir mit, wenn wir irgendwen finden? Zieh mal so eine Grenze. Beim Paracer? Nee, oder beim Spino? Spino... schon 100, oder? 100? Okay, ja. Das ist... okay. Ich dachte jetzt auch schon so 80 vielleicht? Ja, okay, weil du es bist. Dann kriegst du den 80er und ich krieg den 100, ja? Nee, genau nach so. Oh, da haben wir schon mal einen Kakinos. Die leben ja in Symbiose, ne? Ich glaube, Kakinos kratzen den Rücken irgendwie von den Viechern. Scheiße, ich hab nur wenig Pfeile. So, zwei Ravager mache ich mal eben platt hier. Ich habe gerade einen Duedicus gerettet. Ja, merkt ihr das, Duedicus? Ja, wie weit du einfach schon am Fluss lang bist, ey. Ja, und ich habe noch keinen Spino gefunden hier. Null. Null Komma gar nichts. Alter, was hältst du denn aus? Geht doch, ey. Also bisher 0, gar nichts. Leider. Ich gehe weiter auf Attack Damage. 465%.
Ja, was macht denn der Kakinos da? Also macht der hier so Kinderspielchen? Er will 10. Ja, sonst vielleicht zu, warte mal. Was für ein Lappen, ey. Guck mal, wenn wir jetzt hier den Fluss lang gehen. Erster Spino gefunden. Level. Dann kommen 15. wir zum See. Wenn ich hier hochgehe, kommen wir zum See. Also zu unserem See, da waren noch mega viele Spinos. Ja, was heißt mega viele? Da waren 3 oder so. Nee. Ich bin doch allein schon 3 umgebracht, da waren noch mehr. Oh, und da war auf jeden Fall auch ein Level 100er dabei. Hier sind auf jeden Fall welche, hier sind auf jeden Fall welche. Ich gehe weiter, der nächste ist Level 40. 15. Also hier wird's lustig, langsam, Deko. Und da ist auch wieder einer. Ja, ich bin bei dir jetzt. Level 20. Oh, die müssen wir alle klatschen, Deko. Müssen wir alle umbringen. Der eine kriegt da hinten wahrscheinlich gleich auf die... Lebt er wieder full? 40. Wieso hat der wieder full life, Digga? Ich hab den doch schon fast tot geklatscht. Ja, weil die sich richtig krank hochhealen mit Fisch. Ah. Marvin, Spino kommt. Hilfe, Hilfe, Marvin. Ja, ja, ich komm zu mir. Digga, er greift mich mit Attacken, schiebt er mich weg. Oh, Kakinos. Fast tot! Ja, er rennt! Er bewegt sich zu schnell. Ja, den haben wir schon mal. Den nächsten klatschen wir auch um. Der ist auch Lapo-Level. Ja, sehr schön. Die Leichen lasse ich liegen. Wollen wir den Kakinos auch noch platt machen? Der ist Level 20. Komm, gehen wir drauf, Digga. Hat auch schon gut Damage bekommen, den können wir weglassen. Digga, ich klebe an seinen Eiern, Digga. Wer bist du? Oh, oh, okay, hier sind viele Piranhas, ja, viele Piranhas. Ein Hit noch. Down. Jo, haben wir auch. Bitte abbauen. 68 Polymer, sehr schön, brauchen sexy. Wir bestimmt irgendwann auch mal. Digga, der Kano ist so strong, ne, ich fühle mich mit dem einfach richtig Spino überlegen. Level 20. Ey. Ja. Auch umbringen, schieß schon mal drauf. Ich rette dich dann. Ein Krokodil umbringen hier. Alter, wie viel Damage einfach, ey. Oh, wie krass der sich geheilt hat, ey. Der geht insta einfach auf die Eine Fische Kakinos, nicht, eine Kakinos Babykrabbe, Deko. Oh, was? Ja, Alter. Holen wir uns, ja? Ja, holen wir uns auf jeden Fall. Digga, wie er sich heilt, ey. Haben wir Level 20, aber immerhin. Digga, einfach so ein Kakinos geschenkt, Digga. Wie geil ist das denn, ey? Guck mal, so ein widerlicher. Ja, auch, da ist ein Sarko. Krabbenheinrich, ey. Widerlicher Krabbenheinrich, ey. Oh fuck. Ja. Hab den großen. Ja und, jetzt. Warte. Das ist doch. Jo, und jetzt nimm dir den kleinen. Ey! Ja! Dir. Geschenkt, Digga. Ist das geil? Einfach geschenkt. Mr. Krabs, Junge! Einfach. Komm her, nein, Digga. Gerade reingekommen von Piranhas. Lass Mr. Krabs in Ruhe. Digga, die haben vorher auch nicht. Die haben vorher auch nicht angegriffen. Warte, ich versuche was zu machen. Ja. Yo, ich hab. Hast du noch Pfeile? Ja, packe ich in den Kakinos, ich meine in den Kano. Ey, ziemlich verarschen, Alter. So, hab ich. Digga, was? Diese Multo Pegros, Alter. Ich hab Angst, dass ich den Kakinos Team Damage hier. Ich glaube, das geht nicht, weil hier, guck mal, das geht auch nicht. Willst du da schon mal irgendwie Fisch reinhauen oder so? Was frisst doch, der Fisch? Doch, mit der Pike geht. Frisst der Fisch? Oder Fleisch? Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Aber, Deko, wir haben unsere erste Krabbe, Digga, wie hässlich er aussieht. Er frisst Fleisch auf jeden Fall. Digga, wie hässlich er aussieht. Digga, guck dir mal die Augen an, Alter. Sind das die Augen oder ist das irgendwie sein Arschloch, ey? Man weiß es nicht, ey. Digga, er sieht einfach richtig eklig aus. Diese komischen Fühler, die da runterhängen. Die sehen aus wie Spaghetti, die er zu viel gegessen hat, ey. Er hat geweint, weil sein Vater gestorben ist. Ein Popel. Okay, also den kannst du haben, wenn er ein Kind ist und ich nehme ihn, wenn er erwachsen ist. Auf gar keinen. Kann man schon. Warte mal, Kakinos Sattel. Oh, stimmt. Level 65. Sind wir fast. Digga, ich bin Level. Warte mal. Ich bin jetzt Level 65. Ich bin auch Level 65. Ah! Haben wir geklärt. Muchachos, wir haben eiskalt ein Spino gesucht und ein
verwahrlosten Kakinos gefunden, ja. Das heißt, es geht eiskalt los. Wir können demnächst anfangen mit Dino-Weitwurf. Da werden wir mal testen, was wir damit so alles regeln können. Also, Muchachos, ja. Da hinten haben wir schon... Oh, der nächste Spino. Leider auch wieder Level 20, Digga. Aber wir haben ordentlich platt gemacht. Wir haben also das Fundament gelegt für die Spinos. Nächstes Mal hoffentlich im Endlos-Rasur-Modus unterwegs. Bis dann, Muchachos. Daumen nach oben ballern. Ich hoffe, euch hat's gefallen, ja. Und gerne Namen für Spinos und Kakinos in die Kommentare brezeln, ja. In den zukünftigen Folgen werden wir dann darauf eingehen. Exaktamente, Muchachos! Daumen nach oben, dann. Bye, bye!